Dieser Test hat drei Teile. Sie hören kurze Gespräche und Ansagen. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Lesen Sie zuerst die Aufgabe, hören Sie dann den Text dazu. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Schreiben Sie zum Schluss Ihre Lösungen auf den Antwortbogen. Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 1. Guten Tag, Frau Ruppert. Ich muss nächste Woche 2 Tage frei nehmen. Mein Bruder heiratet. Kein Problem, Frau Pirk. Wann? Am Donnerstag und am Freitag. Donnerstag und Freitag. Das sind der 28. und 29. Mai, richtig? Richtig. Guten Tag, Frau Ruppert. Ich muss nächste Woche 2 Tage frei nehmen. Mein Bruder heiratet. Kein Problem, Frau Pirk. Wann? Am Donnerstag und am Freitag. Donnerstag und Freitag. Das sind der 28. und 29. Mai, richtig? Richtig. Nummer 2. Bartusch? Tag, Frau Bartusch. Hier ist Frau Ruppert. Tag, Frau Ruppert. Frau Bartusch, Herr Kölmel war gerade hier. Er möchte im August Urlaub machen. Das geht natürlich nicht. Was? Natürlich geht das. Aber der Chef schenkt Ihnen beiden zur Hochzeit 2 Urlaubstage. Der 31. Juli und der 1. August sind ein Geschenk der Firma für Sie beide. Herzlichen Glückwunsch, Frau Bartusch. Oh, vielen Dank. Das ist aber nett vom Chef. Hier ist Frau Ruppert. Tag, Frau Ruppert. Frau Bartusch, Herr Kölmel war gerade hier. Er möchte im August Urlaub machen. Das geht natürlich nicht. Was? Natürlich geht das. Aber der Chef schenkt Ihnen beiden zur Hochzeit 2 Urlaubstage. Der 31. Juli und der 1. August sind ein Geschenk der Firma für Sie beide. Herzlichen Glückwunsch, Frau Bartusch. Oh, vielen Dank. Das ist aber nett vom Chef. Nummer 3. City Express Personalabteilung, Rupert? Frau Rupert, ich kann heute nicht zur Arbeit kommen. Ich höre es schon. Sie müssen zum Arzt, Herr Witz. War ich schon. Ich muss bis Donnerstag zu Hause bleiben. Gut, also Sie bleiben von heute, 28. April, bis Donnerstag, 30. April zu Hause. Ja, und dann ist ja 1. Mai und dann das Wochenende. Nächste Woche bin ich bestimmt wieder da. Ja, dann alles Gute. Bleiben Sie erstmal im Bett. Ja, mach ich. Wiederhören, Frau Rupert. Wiederhören. City Express Personalabteilung, Rupert?
Rupert. Ich kann heute nicht zur Arbeit kommen. Ich höre es schon. Sie müssen zum Arzt, Herr Witz. War ich schon. Ich muss bis Donnerstag zu Hause bleiben. Gut, also Sie bleiben von heute, 28. April, bis Donnerstag, 30. April zu Hause. Ja, und dann ist ja 1. Mai und dann das Wochenende. Nächste Woche bin ich bestimmt wieder da. Ja, dann alles Gute. Bleiben Sie erstmal im Bett. Ja, mach ich. Wiederhören, Frau Rupert. Wiederhören. Nummer 4. Also, dann treffen wir uns in einer Stunde. Wie spät ist es denn jetzt? 4:15. Was? So spät schon? Okay, dann gehe ich jetzt. Bis später. Okay, tschüss. Also, dann treffen wir uns in einer Stunde. Wie spät ist es denn jetzt? 4:15. Was? So spät schon? Okay, dann gehe ich jetzt. Bis später. Okay, tschüss. Nummer 5. Was wünschen Sie bitte? Ich nehme das Hähnchen, bitte. Mit Nudeln oder Kartoffeln? Gibt es auch Salat? Ja, natürlich. Dann bitte mit Salat. Was wünschen Sie bitte? Ich nehme das Hähnchen, bitte. Mit Nudeln oder Kartoffeln? Gibt es auch Salat? Ja, natürlich. Dann bitte mit Salat. Nummer 6. Welcher Bus fährt denn zum Marktplatz? Die Linie 12, oder? Nein, die Linie 12 fährt zum Bahnhof. Warte mal, was steht denn hier auf dem Plan? Ah ja, wir müssen die Linie 20 nehmen. 20? Dann komm, schnell! Welcher Bus fährt denn zum Marktplatz? Die Linie 12, oder? Nein, die Linie 12 fährt zum Bahnhof. Warte mal, was steht denn hier auf dem Plan? Ah ja, wir müssen die Linie 20 nehmen. 20? Dann komm, schnell! Teil 2. Kreuzen Sie an, richtig oder falsch. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel. Achtung an Gleis 4. Auf Gleis 4 fährt ein Intercity Express 433 nach Hamburg Hauptbahnhof. Planmäßige Abfahrt 16.54 Uhr. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt.
Nummer 7. Liebe Fahrgäste, bitte beachten Sie, unser Zugrestaurant schließt heute bereits um 17 Uhr. Warme und kalte Getränke bekommen Sie aber auch später noch an unserem Automaten in der Zugmitte. Nummer 8. Verehrte Fahrgäste, wegen des starken Windes kommt der ICE aus Stuttgart mit Weiterfahrt nach München circa 15 Minuten später als geplant. Nummer 9. Liebe Kunden, die Geschäfte im Bahnhof bieten Ihnen heute eine Sonderaktion. Kaufen Sie alle Produkte mit 10% Rabatt. Nur heute. Greifen Sie zu. Nummer 10. Achtung, eine Durchsage. Frau Müller, bitte kommen Sie zur Information. Ihre Tochter wartet hier auf Sie. Frau Müller, bitte zur Information. Teil 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Hallo, hier ist Maria. Ich gehe heute Abend mit Greta ins Kino. Kommst du mit? Ruf mich mal an. Meine neue Nummer ist 0172 901 422 951. Also nochmal 0172 901 422 951. Bis später. Hallo, hier ist Maria. Ich gehe heute Abend mit Greta ins Kino. Kommst du mit? Ruf mich mal an. Meine neue Nummer ist 0172 901 422 951. Also nochmal. 0172 901 422 951. Bis später. Nummer 12. Hi, Lilly. Hier ist Jakob. Du, wir gehen heute doch nicht ins Theater. Wir treffen uns im Café am Marktplatz. Da kannst du vom Bahnhof hinlaufen. Das ist nicht weit. Tschüss.
Hi, Lilly. Hier ist Jakob. Du, wir gehen heute doch nicht ins Theater. Wir treffen uns im Café am Marktplatz. Da kannst du vom Bahnhof hinlaufen. Das ist nicht weit. Tschüss. Nummer 13. Hallo Lukas, ich kann dich leider nicht abholen. Mein Auto ist kaputt. Nimm einfach die U3 am Marienplatz und fahr bis zur Universität. Dann musst du noch 5 oder 6 Minuten gehen. Bis dann. Hallo Lukas. Ich kann dich leider nicht abholen. Mein Auto ist kaputt. Nimm einfach die U3 am Marienplatz und fahr bis zur Universität. Dann musst du noch 5 oder 6 Minuten gehen. Bis dann. Nummer 14. Hier ist Cem. Wo bist du denn? Ich warte jetzt schon 15 Minuten auf dich. Also in 5 Minuten gehe ich. Dann musst du den Weg zu Elenas Party allein finden. Ciao. Hier ist Cem. Wo bist du denn? Ich warte jetzt schon 15 Minuten auf dich. Also in 5 Minuten gehe ich. Dann musst du den Weg zu Elenas Party allein finden. Ciao. Nummer 15. Hi, hier ist Lena. Du, am Freitag muss ich zu meinen Eltern fahren und komme erst am Samstag spät zurück. Aber am Sonntag können wir uns treffen. Vielleicht machen wir ein Picknick. Ruf mich mal zurück. Tschüss. Hi, hier ist Lena. Du, am Freitag muss ich zu meinen Eltern fahren und komme erst am Samstag spät zurück. Aber am Sonntag können wir uns treffen. Vielleicht machen wir ein Picknick. Ruf mich mal zurück. Tschüss. Ende des Tests hören. Schreiben Sie jetzt Ihre Lösungen 1 bis 15 auf den Antwortbogen.